Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft WG in Staffel 6. Ja, ihr habt vielleicht gestern gedacht, dass wir uns ganz aufgelöst hätten. Das mag sein, so klang die letzte Folge, aber wir sind wieder da und wir sind ein paar mehr geworden, wie ihr seht. Mit dabei jetzt diese Wenigkeit hier, Herr Blaze, den kennen wir Hallo. Natürlich schon. Also bei mir kennt man den schon. Und ganz neu dabei der Spellmon alias Sebi. Hallo. Also nicht wundern, wir werden ihn nur Sebi nennen und er heißt zwar Spellmon, aber das macht ja nichts. Ja, ich habe den Charakter schon sehr lange hier. Ja. So, gut. Okay. Ja, außer mit dabei natürlich der Mief Steve. Hallöchen zusammen. Die Voice. Hi. Und die Schmutzelfee. Audiobombing. Die irgendwas heute mit Audiobombing hat. Ja, wir spielen, wie ihr seht, ist es ein bisschen bunter hier und ein bisschen anders, ein bisschen größer, ein bisschen mehr und ja, wir spielen ein Modpack. Vielleicht mag uns ja Sebi sagen, was er für Modpack hier. Er hat das quasi entschieden. Ja, ich habe das entschieden. Ich habe es vorgeschlagen. Wir spielen FTB Monster. So eins der fettesten aktuell existenten Modpacks, die es gibt. Ja, man merkt, es ruckelt. Echt? Bei mir nicht. Bei mir ist alles super. Ja, es geht noch. Ist in Ordnung. Ja. Ja. Die Regenbogenbombe. Wir sind jetzt in Staffel 6 jetzt spielen. Und wir müssen jetzt erstmal anfangen, hier natürlich wieder ganz von vorne alles aufzubauen. Ihr kennt das Spielchen. Wir werden jetzt rumrennen und alles umholzen, abfällen und irgendwo hier in der Nähe auf jeden Fall unser Haus bauen. Ich denke, wir bleiben gleich hier, oder? Wir werden ja. Wir bleiben erstmal hier. Ja. Habt ihr eine Spawn-Protection? Kann ich irgendwie die Nee. Hier ist haben wir nicht. Kann man irgendwie die Minimap oben kleiner machen? Also, dass man weiter mehr sehen kann? Das geht schon. Da gibt's einen Zoom-Button für. Ich weiß allerdings nicht im Kopf, wie der ist. Ah, das ist ja, gut. Das war gerade, wenn ihr gespawnt werdet, hättet ihr das gelesen. Tja, nee, ich weiß es. Ich hätte das ja schon gestern gemacht. Ja, dann sag noch mal viel, wenn du es weißt. Ich mache nur Spaß, ich weiß es nicht mehr. Aber ich kann. Ich auch nicht gemerkt. Wenn ihr die Journey Map mit aktiviert habt, könnt ihr euch die angucken mit N. Pilze? N. Pilze? N. Nee, N geht nicht. Bienen! Ich will oben die Minimap, so haben sich mehr. Ich sehe ja nur 2 Meter Umkreis, das nützt mir ja nichts. Ja, das geht auf jeden Fall mit dem Knopf, aber. Warte kurz, ich guck mal nach. Ich kann auch sowas, ja. Sowas kann ich auch in der Aufnahme. Ich möchte diese Bäume gar nicht fällen, dann bin ich ewig dran, wenn ich die fällen muss. Oder ist das hier, ist da so ein Timbermod drauf? Es ist kein Timbermod von Grund auf. Das heißt, am Anfang werden wir verdammt viele fliegende Bäume haben, ja? Weil I'm getting timber! Ja, warum sucht ihr doch normale Bäume hervon und zu? You better dance! Ja, ich suche mir normale Bäume, ist gut. Soll ich mir erstmal eine Waffe holen, ne? Warum steht da eine Kiste rum? Wer hat hier eine Kiste hingesetzt? Das sieht nach einer Spawn-Chest aus irgendwie. Eine Kiste? Achso, nee, die hab ich da hingestellt, weil wegen Bücher und so. Bitte tötet mich. Die wolltest du nicht haben, die wolltest du da reintun, oder? Nee, er hatte Angst, dass er stirbt. Ja, ich bin ja auch gestorben. Ich hatte keinen Bock, dass sie despawnen. Oh! Was ist das? Das klingt nach einem Meteoriten. Nein! Ja! Nein! Es ist ein Meteorit eingeschlagen. Fuck! Hier ist er eingeschlagen. Ja. Sehr geil. Da gehen wir mal schnell gucken, wo ist er denn eingeschlagen? Auf jeden Fall hier hinten, Hilfe? Oh. Was ist das denn? Was geht denn ab? So, und da sind Wald geht unter. Nette Erze drin, ja? Ist gerade. Also, passt auf, dass ihr euch da nicht auf den Kopf fällt. WTF! Das tut echt weh. Nicht auf den Kopf fallen lassen, wenn es geht. Versuch's mal übrigens mit Minus, die Map. Es kann sein, dass es darüber geht. Ansonsten ich muss erstmal hier das ganze Zeug aufsammeln. Was ist denn das hier eigentlich für ein Staub? Zeug. Glowstone Dust. Glowstone, das ist doch an sich gar nicht so schlecht, oder? Ja, und dann habe ich noch ein bisschen Gunpowder gekriegt hier. Da ist irgendwie. Achtung, da ist Feuer! Ich krieg's aber nicht aus! Hä? Da ist kein Feuer. Ich sehe das Feuer aber auch nicht, ehrlich gesagt. Oh, einfach den Block abbauen, fertig. So. Während die Kinder sich mit dem Meteoriten vergnügen, war Fee schon bei der Arbeit. Die Ressourcen noch nicht abarbeiten, dann muss man wahrscheinlich eine bessere Spitzhacke dafür haben. Ja, sollte man. Ein bisschen. Mit Bäumen könnte man anfangen. Und wenn es geht, nicht die hier fällen. Welche? Ponys! Diese weißen. Ponys! Die wollte ich gerade fällen, okay. Nicht die weißen Bäume fällen, mit den rosa Edelsteinen. Andy, okay. Andy! Was darf man denn auch für Bäume fällen? Fäll alles andere. Ist egal. Wir sind hier halt in einem Magiewald dementsprechend. Oh, hier ist irgendwo ein Andy, ja. Ja, da vorne ist Andy, neben mir. Wer hat den angeguckt? Ich, niemand. Nein, was ist das Grüne hier? Darf ich das abnehmen? Dieses. Das ist eine Mana-Bean, die kannst du abnehmen, ja. Die weißen Bäume brauchen wir nachher später dann. Hey, Pony! Hallo! Hallo! Hallo. Wir haben tatsächlich einen echt traumhaften Spawn erwischt. Also, ihr glaubt's gar nicht. Hier ist ein blauer Bienenstock. Immer, jedes Mal erwischen wir die traumhaften Spawns. Also. Und dann ziehen wir weg. Ich bin wirklich begeistert, ernsthaft. Yay, Party! Entschuldigung. Ups, sorry. Wie ist das, die Beeren kann man immer essen, auch wenn man keinen Hunger hat. Was ist das hier, ein Schokoladensee oder was? Kann man hier ist das Schokolade? Geh da nicht rein! Ja, spring mal rein, das ist Schokolade. Da bist du vergiftet, ich würde nicht rein. Gut, dass wir die Voice hier haben, sonst wäre die Fee schon 100-mal tot. Und wenn ihr euch ein Crafting-Table baut. Ihr denkt dran, dass wir nicht tagschieten werden, sucht man lieber Schafe.
Ja, auch. Wir werden nicht schlafen können über Nacht und wir werden wahrscheinlich auch ziemlich gut sterben, die erste Nacht. Warum? Nix da, hier wird nicht gesterbt. Ich suche mal Schafe. Also zumindest, wenn die Special Mobs alle an sind, sind die echt mies. Ja, aber wenn wir ein Haus haben, kommen die doch nicht rein. Nix da, hier wird nicht gesterbt. So. Oh, ich habe schon eine Mine für mich gefunden. Yay, der Blaze darf in den Untergrund. Untergrund, Untergrund. Ein bisschen leckt's aber da oben, der Server, der, ich baue die Brücke ab und die, Ja, ich merke das auch gerade, dass es ziemlich, laggt. Lag. Also das heißt... Mal machen wir die Wasserman vs. Blaze Map aus und machen den hier noch mehr RAM dann. Okay, dann kriegt er vollen RAM. Ja, wenn wir das nächste Mal dann machen. Nochmal als Info, wenn ihr euch eine Crafting Table baut, könnt ihr die nochmal ins Crafting Feld packen und kriegt eine Crafting Station. Okay. Die sieht dann so aus. Hier, Raza, hinter dir bin ich ja, habe ich die mal hingestellt. Das habe ich schon mal gesehen irgendwo, ja. Und der Vorteil ist halt, dass die Sachen, die man da reintut, auch drin bleiben würden. Und wenn man eine Kiste daneben stellt, kann man auf die Kiste zugreifen. Ja, das ist ja geil. Ja, auf jeden Fall. Guck, das ist ja geil. Hast du ein Inventar. Und das ist schon. Wie kann ich jetzt auf den Tisch klicken? Gar nicht, wenn du den anhast, oder was? Doch. Doch. Dann hast du die Kiste daneben. Das ist ja geil. Ja. So, ich mache mir jetzt erstmal hier eine Spitzhacke, glaube ich. Ja, und man kann halt auch sehen, was die anderen machen, genau. Bau dir eine Spitzhacke, sehr gut. Mach ich. Spitzhackenpower. Wird schon ein bisschen dunkel, oder? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Magiewald, das kann durchaus passiert sein, ja. So, dann bauen wir mal hier den normalen Stone. Oh, die Minecraft-WG Magiewald. Ja. Oh, verdammt, ich habe 4 Schwerter gebaut. Jetzt schmeckt sie viel besser. Braucht jemand ein Holzschwert? Ich habe 4 Stück. Boah, wie weit rennt die auseinander? Das leckt voll. Ja, hier leckt es gerade auch. Also, ich muss ja sagen, die Holzsachen, ne, die halten gerade mal 2 Schläge aus, wenn man einen Mob tötet. Man tötet keinen Mob. Doch, muss er hier Wolle suchen. Töte sie alle. Aber ja, warum leckt das denn so? Bisschen laggen tut's, ein ganz klein wenig. Ganz klein wenig, sagt er. Ich kann eine neue Map, ne? Abbauen. Also, doch, kannst du, musst halt zweimal abbauen. Wenn es sich jetzt nicht legen sollte oder so, bis zum nächsten Mal, ich kann, wie gesagt, auch gerne noch meinen Server zur Verfügung stellen. Ist der besser? Ja, 32 GB Speicher und ein Octa-Core dediziert, ist schon nett. Ja, wir gucken mal. Die Map kann man ja dann einfach umziehen, ist ja kein Problem. Genau, deshalb. Ist ja halt nur ein Angebot. Nee. Ja, ist hervorragend. Oh, ich baue Kohle ab und dann ist die wieder da. Ah, ich kann die gar nicht abbauen, das ist ein Spawn, scheiße. Ja, es wäre schön, wenn es wirklich so wäre, ne? Echt? Ist das Spawnschutz? Ja. Also hast du den Crafting-Table noch da stehen oder hast du mitgenommen? Irgendwie kann ich jetzt so gut, ich habe den da stehen lassen, weil ich hier noch Bäume fälle. Ja, okay. Ich versuche uns gerade genug Holz zu machen, dass wir wenigstens so eine Übernachtungshütte kriegen. Ich bringe Wolle für Betten mit. Wie viel Wolle hast du? Fee, bist dann abends in den Baum. Bisher 2, 4, 5, 6 Stück. Ich verstehe dich nicht, Wolf. Momentan klingt es ein bisschen. Was kann ich denn hier mit, ich kann mit der Speichspitzhacke, denke ich, noch nichts von diesen Sachen abbauen hier, wa? Mit der Holzspitzhacke oder mit der Stein? Doch, mit Stein. Der Stein kannst du schon ein paar Sachen abbauen. Aber was? Also wahrscheinlich nicht das Mimikry-Ohr, das hier, nee, das kannst du auch noch nicht, das nicht. Nö, kannst du nicht. Ach, doch, Zinn, Zinn, kannst du abbauen. Gibt es hier kein Eisen? Ich brauche Eisen. Ja, ach, Eisen, pfff. Kann man aus Zinn auch eine Spitzhacke machen? Also hier sind ganz viele Schafe bei mir, ich habe ganz viele Schafe gefunden. Theoretisch müsste Zinn auch freigeschaltet sein, ja, müsste funktionieren. Braucht jemand Schafe? Zinn hier. Mehr Zinn gibt's ja nicht. Schafe wären... Hier sind, ich weiß nicht wie viele, ich kann sie nicht zählen. 50, 60, wer will Schafe? Ja, dann ich bin gleich fertig. Genau, eine Wolle, dann habe ich für uns alle Betten. Fäll mal die Schafe. Witzig. Ich kann gar nichts abbauen. Wie viel Holz? Willst du wissen, was das ist? Nein, willst du nicht. Nee, will ich nicht, ich gehe da einfach nicht hin. Genau. Beste Sache. Das ist wie als wenn wir auf einem neuen Planeten wären. Ja, ist doch gut, oder quasi. Und wir müssen das alles erforschen. Ja, hier gibt es auf jeden Fall so viel zu erforschen. Dieses dreckige Wasser, das macht ja Schaden. Kann man das irgendwo hin dafür gebrauchen? Ja, das ist Sludge. Das kann man umwandeln in Erde, Sand, Sludge. Salz. Hier ist schon eine Tür im Baum. Man könnte es auch Schlacke nennen. Man kann aus Schlamm tolle Sachen machen. Was macht schwarzer Stein? Hätte ich das mal im Kindergarten schon gewusst. Er ist schwarz. Ja, aber was tut es? Es gibt einfach... Das ist, damit man schöne Häuschen bauen kann. Nee. Du kannst daraus aber auch ganz normale Werkzeuge zu bauen. Oh! Das ist ja cool. Man sieht ja die Monster auf der Karte. Das finde ich gut.
Die Karte ist ein bisschen überfüllt, muss ich sagen. Für uns dann? Ja, also allgemein mit NPC. Also ich hab mal vor dem Haus den Crafting Table abgebaut und dann setz ich mal an anderen Stelle wieder daneben, ja? Ich hab ihn mal eben umgebaut. Nur damit ihr euch. Baust du ein Haus in den Baum? Ja. Sehr geil. Sehr schön. Sehr gut, Mädels. Sehr gut. Ich kann diesen schwarzen, weichen Stein gar nicht abbauen, aber gut. Eine Crafting Table? Tisch, Dings. Brauchst wahrscheinlich wieder jemanden. So. Hast du denn im Haus drin? Ist ein schwarzer Stein drin in dem Haus oder was? Nee. Nein, hier liegt in der Mine. Ich will hol gerade ein bisschen Stein. Aber das ist ein Crafting Table. Nein, Crafting Table. Und du kannst, wenn du auf den Crafting Table klickst, schon auf die Kiste drauf zugreifen, die daneben steht. Das ist ja sehr praktisch. Ja, ne? Ich habe da sogar was reingetan schon. Ist gut, ne? Hey, Gusta. Oh, warte mal, hatte ich nicht gerade noch Blaubeeren Seeds da reingetan? Blaubeeren da reingetan? Ich habe noch Barley Seeds. Und ich habe Raspberry Bush. Braucht jemand einen Raspberry Bush? Ich brauche Essen. Oh, es ist schon Mittag. Es ist schon Abend. Es ist schon Nachmittag. Oh, hier ist eine Spider. Dann kill doch die Spider. Oh, wir brauchen Betten. Haben wir nicht gerade schon Schafe gesehen und en masse? Ja, irgendwer hatte was von 50 Schafen erzählt. Ja, in die Richtung da hinten. Warum hast du sie nicht getötet? Ja, wie denn? Achso. Der Faustschwert. Der blanken Faust. Haben wir schon Kisten? Ja. Eine. Kannst du also, ich habe jetzt. Die Betten sind fertig. Sehr gut. Ich bringe ein bisschen Hühnchenfleisch mit. Aber es gibt hier so viele Essensmöglichkeiten eigentlich. Hier gibt's eine Pflanze, die leuchtet. Ja, es gibt nicht nur eine Pflanze, die leuchtet. Ich glaube, ich sterbe jetzt gerade eine Runde. Irgendwie. Brauchen wir die? Die heißt. Ethereal Bloom. Ja, nimm mit. Alles mitnehmen, was geht. Stirb doch nicht gleich. Das ist bei Minecraft doch immer so, oder? Muss doch nicht sein. Erstmal alles aufsammeln. Wer ist erstmal fürs Lagersystem gewesen? Du warst fürs Lagersystem, oder, Raza? Was? Lagersystem? Wo packen wir denn die? Du wolltest ein großes Lager haben. Erstmal hier in den Baum. Wir werden ein großes Lager brauchen. Wir werden auf ein Riesenlager brauchen. Ja. Außer wir gehen auf Applied Energy Sticks. Dann brauchen wir nur ein paar Festplatten. Hat Villa jetzt von uns schon wieder? Das habe ich mir auch gerade gedacht. So, gut, ja, oder? Was? Ja, machen wir. Es ist super, ist okay, ja. Es gibt hier ein System, da braucht man keine Kisten, sondern nur Festplatten. Da speichert man alle yep. Items drauf, ja? Okay. Genau. Pack die Betten erstmal rein, egal, kreuz und quer. Es wird quasi in Energie aufgelöst und dann gespeichert. Genau. Das ist ein super System. Du kennst dich mit dem Modpack aus, wenigstens einer. Ja, ich kenne eigentlich fast alle Mods hier draus, ja. Ja, das ist ja gut. Oh, ein weißer Bienenstock. Ich will auf jeden Fall was mit Bienen machen, das ist schon mal klar. Das ist auch sehr lustig. Danke. Ich mich überlege gerade, aber ich wollte schon immer was mit Bienen machen. Hat noch jemand zufällig was mit DNS Stein? Hat jemand 8 Steine noch für einen zweiten Ofen? Müsste doch da drin liegen, oder? Dann ich hab 18 Steine, warte. Das wäre cool, wenn du mir da was geben könntest. Ja, komm mal zurück, ne? Danke. Aber jetzt weiß ich zumindest, ich auf was ihr den Laufbug. Ist alles gut, oder? Ich weiß jetzt, auf was ihr den Server eingestellt habt, nämlich auf normal. Ist das gut oder schlecht? Nö, ich sehe es nur, weil ich nicht sterbe, obwohl ich hungrig bin. Ja gut. Und noch die Hälfte an Herzen hab. So, normal reicht doch vollkommen für uns. Ja, auf jeden Fall. Ich will da auch nicht zwingend mehr haben. Ich pack hier mal ein paar Hühnchen zum Grillen rein, ja? Ich hab noch Steaks, also die müssen auch noch gebraten werden. Ich hab auch noch Steaks. Und es wird hier irgendwie verdammt dunkel, kann das sein? Ja. Ja. Könnten mal pennen gehen. Hat jemand Kohle? Hallo. Ich hab Kohle. Ich hab 4 Stück, Kohle, aber hier ist nicht viel. Oh. Verdammt. Ansonsten holst du dir was aus dem Hier, warte. Guck mal hier. Ja, ich sehe schon. Da hast du noch 2. Ich brauch nur eine. Da kann ich, das brennt ja sowieso noch, da kann ich die Steaks reinpacken. Schlafen? Okay. Ja, gehen wir mal schlafen, oder? Dann hat jeder schon mal sein Bett. Also wir müssen nur 50% schlafen gehen, nur dass ihr Bescheid wisst. Was müssen wir? 50% erreichen beim Schlafen. Also drei Leute müssen pennen. Du musst nur zu 50% schlafen, du musst gar nicht schlafen. Ach so. Ja, genau. Okay. Interessant. Nur die Hälfte muss pennen gehen. Das ist ja cool.